Hallo zusammen, Michi ist wieder euch und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus Patch 8.3 bekommen. Und zwar von einem Mob, den wir gerade hinter uns sehen. Der schimpft sich nämlich Tashra. Und diesen kriegen wir, sobald wir die Mogu-Invasion hier im Tal der ewigen Blüten haben. Diese befindet sich dann hier oben auf den Koordinaten 30, 22. Und der kann, wie mein Addon hier schon zeigt, ein Toy droppen. Und dieses Toy schimpft sich Transmogufizierer. Also ein kleines Wortspiel an der Stelle. Und ja, wenn ihr ein bisschen Glück habt, ihn umboxt, dann kann das Toy droppen. Und was das genau macht, will ich euch jetzt einmal zeigen. Wenn wir das Toy nämlich einsetzen, dann verwandeln wir uns in einen Mogu. Und zwar sind es verschiedene Arten. Es gibt nämlich anscheinend da vier verschiedene Clans, in die man sich verwandeln kann. Und das setzen wir jetzt mal ein. Ich muss bloß abmounten. Und ihr seht, ich bin jetzt hier so ein bisschen grünlicher, stämmiger Mogu. Es gibt dann aber auch so eine bisschen dünnere Bronze-Variante. Ich glaube, so einen gelb-goldenen gibt es auch. Also da gibt es vier verschiedene Varianten. Und der Buff hält hier tatsächlich 10 Minuten. Also ihr seid 10 Minuten in Mogu. Wenn wir jetzt in die Bärengestalt gehen, funktioniert das auch. Also wir können auch als Druid quasi hier als Mogu rumhüpfen. Und ich finde, das ist ein ganz nettes Toy. Von der Drop-Chance her liegen wir in etwa bei 2-3%. Also die ist jetzt nicht allzu schlecht. Der Respawn hier bei dem Mob habe ich jetzt noch keine genauen Daten. Ich vermute, irgendwie so um eine Stunde müsste das liegen. Also er braucht tatsächlich relativ lang. Und bei ihm müsst ihr ein bisschen aufpassen. Vor allem Melees, er haut ziemlich starke Melee-Hits raus. Und so den Erdrutsch und solche Geschichten. Also man wird hier ziemlich schnell weggebrezelt. Und das Beste, was man machen kann, ist mit dem Hunter-Pad den tanken, weil die dementsprechend weniger Flächenschaden nehmen. Ich glaube sogar 90% weniger Flächenschaden. Jetzt haben wir hier gerade noch den Kill mitgesneakt. War kein Toy drin, aber ein Haufen Artefakt-Power. Ja, das war es eigentlich soweit von dem kleinen Toy-Guide. Ich zeige euch nochmal auf der Map, wo wir hier unterwegs sind. Und zwar hier im Tal der ewigen Blüten. Dann ganz wichtig, hier muss die Mogu-Invasion sein. Also seht ihr, wenn ihr hier drüber fährt, Angriff Mogu. Und dann haben wir den hier auf den Koordinaten 31, 32. Ihr könnt ihn übrigens täglich umhauen, um das Toy zu kriegen. Und das sind dann immer 4 Tage, weil die Invasion ja leider immer nur eine halbe Woche ist. Und dann dementsprechend wieder Switch zur Mantis-Invasion. Und dann ist ja wieder in der nächsten Woche quasi die vom Schwarzen Imperium und dann geht es wieder zu Mantis bzw. Mogu-Invasion. Also sprich, ihr könnt alle 2 Wochen 4 Tage lang ihn umhauen, wie die anderen Rare-Mobs, die hier bei der Mogu-Invasion zum Beispiel die Mounts droppen. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.